Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer und liebe Zuhörer. Ihr habt eingeschaltet zu Nachrichten mit Hintergrundinformationen aus Thailand. Heute vom Dienstag, dem 22. Oktober 2024. Die Themen der heutigen Sendung werden sein: Betrugsfall Icon Group nimmt immer größere Ausmaße an. Dinner im Fluss. Chinesische Touristen lassen Pattaya boomen. Zoo stellt Strafanzeige. Betrugsfall Icon Group nimmt immer größere Ausmaße an. Am Sonntag um 10 Uhr veröffentlichte die Polizei ein Update zu den laufenden Verfahren gegen die Icon Group wegen Anlagebetrugs. Zwischen dem 10. und 20. Oktober haben fast 5000 Opfer Verluste von über 1,4 Milliarden Baht gemeldet. Am Samstag erstattete ITDET, der ausländische Opfer vertritt, Anzeige gegen die Führungskräfte des Unternehmens. ITDET sagte, dass Opfer aus über 10 Ländern, darunter Deutschland, China, Hongkong, Macau, Italien, Kanada, Estland und Luxemburg, Verluste in Höhe von über 20 Millionen Baht erlitten haben. Bei den meisten ausländischen Opfern, insgesamt sind es bislang etwa 40, handelt es sich um kleinere Händler, die die Produkte des Unternehmens weiterverkaufen wollten, sie aber nach Bezahlung nie erhalten haben. Viele wurden durch die Prominenten, die für die Geschäfte der Firma Werbung machten, davon überzeugt, Zahlungen an das Unternehmen zu leisten, bemerkte ITDET, ein thailändisches Opfer, die 49-jährige Pittipat, im öffentlichen Dienst beschäftigt, erzählte, wie sie durch das Versprechen des Unternehmens 100% Gewinn aus dem Produktverkauf zu erzielen angelockt wurde. Sie lieh sich über 300.000 Baht und investierte in der Hoffnung auf beträchtliche Renditen. Die überteuerten Produkte verkauften sich jedoch nicht, so dass sie sich überschuldete und emotional so verzweifelt war, dass sie sogar daran dachte, sich etwas anzutun. Pittipat sagte, dass sie nur dank der Unterstützung von Freunden und Kollegen durchkam. Die Polizei hat in diesem Fall umfangreiche Maßnahmen ergriffen. Auf Anweisung der Anti-Geldwäsche-Behörde wurden bislang Vermögenswerte der Icon Group und ihrer Partner in Höhe von insgesamt 225 Millionen Baht eingefroren. Zu diesen Vermögenswerten gehören Bargeld, Aktienbestände und andere Wertgegenstände, die mit dem Unternehmen in Verbindung stehen. So beschlagnahmte die Polizei am Montag einen weiteren Sportwagen, der dem inhaftierten Geschäftsführer der Icon Group, Boss Paul, gehört. Der Wert des Lamborghini wird auf 22 Millionen Baht geschätzt. Das ist das 9. Luxusauto von Boss Paul, das beschlagnahmt wurde. Inzwischen gilt als gesichert, dass eine Stunde vor der Verhaftung der Führungskräfte diese noch schnell einen 8 Milliarden Baht Transfer in Kryptowährung vornahmen, um das Geld in Sicherheit zu bringen. Die thailändischen Behörden sind entschlossen, diese Summen sowie alle anderen Vermögenswerte in Zusammenhang mit dem Betrug aufzuspüren, um den Opfern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Die Behörden wiesen darauf hin, dass jeder Versuch, diese eingefrorenen Vermögenswerte zu verbergen, zu transferieren oder zu verwenden, insbesondere wenn sie mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stehen, zu einer Anklage wegen Geldwäsche führen kann, die mit bis zu 10 Jahren Gefängnis geahndet werden kann. Die 18 leitenden Angestellten des Unternehmens befinden sich nach wie vor in Untersuchungshaft, unter ihnen mehrere prominente und berühmte Millionäre. Eine Freilassung auf Kaution wurde bislang wegen Flucht und Verdunklungsgefahr abgelehnt. Dinner im Fluss. Ein am Chao Phraya River gelegenes Restaurant in der Provinz Nonthaburi hat auf seiner Facebook-Seite ein Bild gepostet, das zeigt, wie sich die Gäste trotz Hochwasser amüsieren. Den Gästen wird geraten, keine langen Röcke oder Hosen zu tragen und Schuhe oder Badelatschen zu tragen, die wasserfest sind. Thais können sehr pragmatisch sein und sind Meister darin, das Beste aus einer Situation zu machen.
So scheint es kein Problem zu sein, im Hochwasser zu sitzen und zu Abend zu essen. Chinesische Touristen lassen Pattaya boomen. Der Einzelhandel in Pattaya boomt, wobei chinesische Touristen die aktivsten Käufer sind. In der ersten Hälfte dieses Jahres kamen 17,5 Millionen Touristen nach Thailand, was einen Anstieg von 35% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Die thailändische Tourismusbehörde prognostiziert, dass dieses Jahr bis zu 36 Millionen Touristen Thailand besuchen könnten. Dieses Wachstum bedeutet, das Einkaufszentrum, die sowohl auf internationale Touristen als auch auf thailändische Verbraucher ausgerichtet sind, von der Wiederbelebung des Tourismus erheblich profitieren. In erstklassigen Einkaufszentren in Pattaya sind die Mietflächen am Ende des zweiten Quartals 2024 bereits zu über 90% belegt. Rasert, Direktor bei LM Mall and Hotel, ist der Meinung, dass Pattaya eine der wenigen Städte in Thailand ist, in die das ganze Jahr über Touristen kommen. Das liege daran, dass die Stadt über verschiedene Einrichtungen wie Unterhaltungsmöglichkeiten, Hotels und Attraktionen aller Art verfügt und nur 1,5 Autostunden von Bangkok entfernt ist. Während die aktuellen Tourismuszahlen Thailands leicht unter denen von 2019 liegen, so Prasöd, hat Pattaya die Besucherzahlen von 2019 bereits in den letzten beiden Jahren übertroffen. Diese Touristen gehen dann auch gern shoppen. So sind chinesische Touristen bekannt für ihre Ausgaben im Bereich Essen, Einkaufen und Unterhaltung. Ihnen folgen Touristen aus Taiwan, Singapur und Besucher aus dem Nahen Osten, insbesondere aus Saudi-Arabien, sowie indische Touristen, die ebenfalls in großer Zahl nach Pattaya kommen, sagte Prasöd. Der Verband thailändischer Industrien ist da nicht so optimistisch. Der Verband fordert von der Regierung, dass sich ausländische Betreiber von E-Commerce-Plattformen als juristische Personen registrieren müssen. Außerdem soll der Zustrom von Billigprodukten nach Thailand besser kontrolliert werden, der den Umsatz lokaler Hersteller schmälert. Zuvor hatte der Verband eine Umfrage unter 175 Unternehmern und Mitgliedern durchgeführt, die ergab, dass über 35% der Befragten einen Umsatzrückgang aufgrund von Billigimporten, die über Online-Plattformen verkauft wurden, verzeichnen. Vor allem betrifft das Kleidung, Möbel, Kunststoffprodukte und Verpackungen. Zoo stellt Strafanzeige. Der Khao Zoo in Chonburi hat gegen eine Besucherin Strafanzeige erstattet, weil sie im Zoo eine Steinschleuder benutzte, mit der sie vermutlich auf Affen gezielt hat. Ein auf TikTok hochgeladenes Video zeigt eine Gruppe chinesischer Besucher im Zoo. Eine Touristin schießt mit einer Steinschleuder auf etwas, das allerdings nicht zu sehen ist. Der Zoo teilte mit, dass sich der Bereich, in dem die Steinschleuder benutzt wurde, in der Nähe eines Tigergeheges befindet. In dem Gebiet leben auch Affen, die frei herumstreunen. Auch wenn die Besucherin nicht auf die Tiere in den Käfigen, sondern auf Affen gezielt hat, sei sie strafbar, so der Zoo. Daher will der Zoodirektor sofort handeln und Steinschleudern innerhalb des Zoos verbieten. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Besucher gegenüber den Tieren schlecht verhalten haben. Letzten Monat postete ein anderer TikTok-Nutzer ein Video von Besuchern, die das berühmte Zwergflusspferd Baby Mudeng mit Muscheln bewarfen und mit Wasser übergossen, während es sich ausruhte. Der Vorfall veranlasste den Zoodirektor, strengere Besucherregeln aufzustellen und Überwachungskameras an Gehegen beliebter Tiere zu installieren, um die Sicherheit der Tiere zu gewährleisten. Soweit die Nachrichten mit Hintergrundinformationen aus Thailand heute vom Dienstag, dem 22. Oktober 2024. Wir hoffen, ihr hattet eine interessante und informative Sendung. Wenn euch solche und ähnliche Inhalte aus Thailand interessieren, abonniert gerne diesen Kanal, liked das Video, teilt das Video mit Menschen, die auch etwas über Thailand erfahren wollen. Damit bedanken wir uns für eure Zeit, danke für eure Aufmerksamkeit und tschüss bis zum nächsten Video hier auf diesem Kanal.